Ich weiß, du willst zur Oma, aber ich habe gerade im Auto getrunken und wenn ich so da reinlaufe, dann behalten die mich gerade da. So, die Oma, die ist irgendwo anders, ha? Die ist auf Achse. Ja, muss mal suchen. Ich glaube, da hinten driftet sie schon ums Eck. Das war sie wohl doch nicht. Das müssen wir noch mal gucken hier. Ha? Komm. Ja. Ja, das passt mir, das bin ich zu geil. Oma, ich hab dir noch was mitgebracht, ein paar Sachen. Das kannst du an deine Girls verteilen. Willst du was abhaben? Willst du was essen? Hm? Komm, hier. Kauen. Uiuiuiui. Gerade wieder eine lustige Situation gehabt. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Kurz zusammengefasst. Wir waren ja bei der Oma und ich habe mir dort Stricksocken abgeholt. Bin ich wirklich froh drum. Die strickt im Moment wie ein Weltmeister. Nachdem ich sie im ganzen Dorf suchen musste, habe ich sie dann im Café gefunden. Mit ihren Freundinnen. Aber da hat sie sich nicht lumpen lassen. Und natürlich, wenn der Enkel mit dem Hund aufkreuzt, dann wird schon mal die Stammsitzung abgebrochen. Auf jeden Fall sind wir hier an einem Ort, beziehungsweise in der Nähe von einem Ort, jetzt sind wir mittlerweile wieder abseits, an dem viele Rentner spazieren gehen, auch viele Familien, auch viele mit ihren Hunden. Ihr habt das ja vielleicht gesehen. Ich habe mir noch auf die Schnelle einen Döner geholt und Jeff war mit seinem Ball beschäftigt. Und da kam dann ein, ich vermute mal ein irischer Setter kam da an, ein Schwarzer. Und natürlich, wenn jetzt erstmal ein Hund von irgendwoher kommt, und man sieht keinerlei andere Personen hinterher dackeln, dann schaut man schon immer ein bisschen genauer hin. Für mich hat er keinen aggressiven Eindruck oder sonst auch was gemacht. Daher habe ich gemütlich meinen Döner weitergeschmatzt. Und ja, der Hund, der war jetzt nicht so empfänglich für die Spielversuche von Jeff. Hat auch so ein bisschen mit der Schnauze nicht so die Anzeichen gemacht, aber ihr kennt es vielleicht, wenn die Hunde so stocksteif werden und die Schnauze so ein bisschen drehen und so ein bisschen wegdrehen und so, das ist immer so ein Anzeichen. Da weiß ich eigentlich, da brauchst du dann nicht mehr so viel Jeff, dass es vielleicht mal ein bisschen rumst. Nichtsdestotrotz wollte ich mir die Mahlzeit nicht entgehen lassen, bevor Jeff wieder auf die Idee kommt, sich was abzugreifen. Von daher habe ich weitergegessen. Dann kam auch die Besitzerin von dem Hund, Jeff, mit Begleitung. Die Begleitung hat sich gefreut. Man sieht es der Menschen immer an, die freuen sich entweder an der Schönheit des Hundes oder an der Rasse, beziehungsweise weil sie die Rasse auch wirklich kennen. Und da ist die Freude wirklich immer enorm. Ich kann es, also für mich ist es schwer nachvollziehbar. Also, weil ich vielleicht denke, vielleicht haben sie mal so einen Hund gehabt oder so. Aber ich hatte zum Beispiel diese Freude nicht ab so einem Hund vorher, weil ich den gar nicht so kannte. Also deswegen ist für mich immer ein bisschen suspekt. Auf jeden Fall, die haben sich gefreut. Die Besitzerin war, als sie ihn gesehen hat, sehr, sehr skeptisch und auch angespannt und wollte den Hund unbedingt von uns weglocken. Der Hund hat sich aber gedacht, du, ich spekuliere mal auf den Döner oder auf den Hund, ich weiß es nicht. War ganz lustig zu sehen. Der Hund war, glaube ich, nur so skeptisch in der Situation, weil die Besitzerin so ist. Ja,
Schlussendlich hat sie es dann irgendwann geschafft, den Hund wegzulocken mit ihrer Hundepfeife. Sah aber sehr frustrierend aus, die Situation. Und in solchen Situationen ist es für mich immer, also ich komme da recht oft ins Nachdenken, weil ich denke, also gerade am Wochenende, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, dann möchte man ja die Zeit genießen und sich nicht die ganze Zeit drüber aufregen. Ja, ist nicht meine Sache, aber das sind so die Gedanken, die bei mir kommen. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Wie ihr seht, das Einzige, was scheint, ist noch der Mond. Es wird auch echt frisch in letzter Zeit. Jeff, kannst du mal bitte damit aufhören? Ich habe den erst gewaschen letztens und ich muss jetzt noch mit ihm nach Hause fahren. Da bekommt er sein Essen. Ach, man sieht es nie so auf der Kamera, aber der ist wirklich dreckig. Der ist wirklich dreckig. Und wenn der richtig dreckig auf der Kamera aussieht, dann könnt ihr euch vorstellen, dann hat er 1-2 Kilo im Fell drinne. In dem Sinne, ich habe jetzt genügend geredet. Ich krieg auch langsam richtig Kohldampf, was das Trinken angeht, weil Döner, der macht immer Brand und ich hoffe, wir kommen noch aus dem Wald raus, bevor es dunkel wird. Deswegen verabschiede ich mich und wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Na? So, genug für heute, ne? So. Gehen wir nach Hause, komm. Ja. Er wird ihm wahrscheinlich aus dem Weg gehen, weil er seinen Ball hat. Da haben wir da gerade hinterher zwischen.